Hallo und herzlich willkommen zum letzten Osterbastelvideo. Und heute werden wir etwas Schwieriges falten. Einen Hahn und ein Huhn. Passend zu Ostern. Es ist Origami gefaltet, also ein bisschen schwieriger. Und wenn du willst, kannst du im Video jederzeit zurückspulen. Man muss sie gut falten unten, dass sie stehen auf den Füßen. Und man kann hier noch hineinschneiden oder dekorieren. Du benötigst dazu ein oranges oder gelbes Papier, so wie hier. Und es soll ein Quadrat sein. Hier habe ich ein A4-Papier, also ein Rechteck. Aber ich werde daraus dann ein Quadrat mit dir zusammen machen. Natürlich brauchst du noch eine Schere und dann hast du, was du alles für diese Figuren benötigst. Viel Spaß beim Falten. Ich zeige dir, wie das geht. Dazu nimmst du die Ecke und machst zuerst ein Quadrat daraus. Genauso. Wenn du das hast, achte dich darauf, dass du ganz genau faltest. So. Dann schneiden wir diesen Teil hier weg, den brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier ein Quadrat. Ich nehme diese Seite und lege sie genau auf diese Mittellinie hier. Achte darauf, dass es wirklich hier genau auf der Linie ist und der Spitz hier oben genau halbiert wird. Wenn das eintrifft, kannst du hier gut falten. Das gleiche auf dieser Seite. Wenn es nicht stimmt, nachkorrigieren und wieder falten. Das Ganze einmal drehen und nun einmal drehen. Die Spitze bringen wir nun hier hinunter. Einmal falten und wieder drehen. So wenden, dass die Spitze nach oben schaut und dann hier gut festhalten. Diesen Teil hier werden wir jetzt nach unten ziehen und gleichzeitig mit den Fingern hier hingehen. Dann falten wir die Seite genau auf die Diagonale. Gut falten. Und die andere Seite genau gleich. Festhalten, nach unten ziehen und hier gut falten. Wir öffnen das Ganze wieder, dass es so aussieht. Diese Seiten falten wir hin und her. Jetzt schließen wir es so einmal in der Mitte, damit diese Seiten nach außen schauen. Wenn wir das gemacht haben, gut achten, dass hier die Ecken gut gefaltet sind, legen wir es so hin. Jetzt wenden wir das Bein, das ist später das Bein, auf die Seite und nehmen diese Seite, falten diese einmal hier auf dieser Mittellinie nach oben. Gut drücken. Hier ist es ein bisschen schwieriger, deshalb mehrmals drücken und dann wieder öffnen. Diesen Teil hier, den wollen wir nach innen geklappt haben. Deshalb öffnen wir das Ganze, nehmen diesen Teil hier, klappen ihn nach innen und schließen wieder. Genau auf dieser Faltlinie, die wir vorher benutzt haben. Gut schließen und wir machen das gleiche mit der anderen Seite. Das Bein auf die Seite legen und diesen Teil hier hochbringen. Wieder öffnen, hier die Spitze öffnen und diesen Teil hier nach innen bringen. Gut schließen und dann falten. Jetzt sind beide Teile hier im Innern. Ich möchte aber, dass man noch den Kopf sieht hier. Dazu werde ich diesen Teil hier einmal so falten. Das soll der Kopf sein von meinem Huhn oder Hahn. Ich falte einmal gut und öffne es wieder. Jetzt will ich nämlich den Kopf hineinfalten. Hier hineinfalten und dann gut drücken. So soll der Kopf aussehen. Nun machen wir das Gleiche hier hinten. Dieser Teil, der verschwindet jetzt einfach hier unten. Und da soll er bleiben. Außer wir machen einen Hahn. Hier haben wir die Füße. Die Füße, die falten wir so. Einmal auf diese Seite und dann diese Kante hier auf die Innenlinie bringen.
hier einmal falten. Genauso. Dann haben wir hier noch eine Linie. Hier werde ich einmal diesen Teil hier auf diese Linie bringen. Nachdem ich das gemacht habe, öffne ich es wieder und nehme die Ecke hier unten. Diese klappe ich hier einmal hoch, genau hier auf diese Linie. Und wenn ich das gemacht habe, einmal hier hoch. So lassen, einmal drehen und das gleiche auf dieser Seite. Hier auf die Mittellinie bringen, gut falten und dann diesen Teil hier auf diese Linie. Öffnen und nun die Ecke auf die andere Ecke legen, das Ganze hochklappen und bereits haben wir einen Fuß. Diesen öffnen wir jetzt, bringen ihn nach vorne, wie auch den anderen Fuß. So. Öffnen oben und nun sollte das Ganze stehen. Und es steht. Ich zeige dir einmal die Füße, wenn es steht. Die sehen so aus. Hier ist der flache Teil, hier schauen die Füße nach oben, hier steht er. Genau so. Jetzt zeige ich dir, wie man mit diesem hier auch einen Hahn machen kann. Kannst du ihn einfach nach oben falten und hier hineinschneiden. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Schneide nicht bis zur Mittellinie, sondern stoppe vorher. Jetzt können wir hier für den Hahn diesen Teil hier schön formen, so wie es uns gefällt. Wie wir finden, dass der Hahn aussehen soll. Das gefällt mir bereits besser. Stehend sieht er so aus und von der Seite so. Nun habe ich zwei und ich kann sie auch noch verzieren. Also hier zum Beispiel möchte ich ein Auge einen Kamm und vielleicht hier noch einige Flügel neben den Beinen. So, das gefällt mir bereits. Die sehen toll aus. Ich hoffe, du hast es auch geschafft. Wenn nicht, kannst du das Video einfach noch einmal machen, denn auch ich musste es mehrmals üben, bevor ich es so gut konnte. Und diese werde ich jetzt auch zur Dekoration nutzen. Jetzt bin ich bereit für Ostern. Wenn dir diese Videos gefallen haben, kannst du den Kanal abonnieren und ich versuche jedes Wochenende ein Faltvideo hochzuladen, sodass es genug Bastelvideo für dich als Eltern, Kind oder Lehrer hat. Bis zum nächsten Mal!